Tag 2 der Rennsteigwanderung. An dem Tag liefen wir 30,8 Kilometer ab Nähe der Hütte Rennsteiggrotte über die Ortschaft Brotterode, über Funpark Inselsberg und haben dort in der Nähe unser Zeltlager aufgeschlagen. So, jetzt Videostart kommt. Nee. Guten Morgen. Tag Nummer 2 von dieser verschimmelten Scheißwanderung. das war voll kalt heute Nacht. Und hier dieser Zelt, der ist von innen voll nass und so, weil der so billig ist. Oh Scheiße. Ich hab da vorne vergessen, meinen Stuhl reinzubringen. Und jetzt ist er komplett nass. Ne, jetzt hier Wurfzelt zusammenbauen. Die ganzen Innereien vom Wurfzelt habe ich bereits schon rausgemacht. Und jetzt kann ich diesen Wurfzelt zusammenbauen. Ne, ich habe mit Mühen mein hier Wurfzelt zusammengebaut. Jetzt kann ich das einpacken gehen. Ne, hier Viertel vor neun haben wir jetzt. Und vier zusammengebaut. Und jetzt Wanderungsstart kommt. Von Tag 2. Hier, guck mal. Ich hab Frühstück gefunden. Die sind voll cool. Die kann man voll cool fressen. Die schmecken auch. Und die geben Energie. Ne, noch mehr fressen. Damit mein Frühstück viel vielseitiger wird. Oh Scheiße, weil meine hier Billigmülltüten-Variante immer Löcher gemacht hat und dieser ganze Müll immer wieder rausgefallen ist, weil da irgendwie Löcher gekommen sind. Habe ich hier diese Vollfetttüte mitgenommen und das erstmal dran platziert für Müll. Für diese ganzen leeren Bierflaschen. Guck mal hier, wir haben eine Feuerstelle gefunden. Und wir haben da so ein paar bisschen Kleidholz drauf gemacht, damit ich das mit diesen hier, mit meinem verdreckten Feuerstahl, das anzünden kann. Weil wir wollen hier Ravioli fressen, warm. Und das hier zum Kochen bringen. Und deswegen mache ich jetzt Feuer. Feuer kommt. Und gleich diese Ravioli, warm machen. Ne, wir haben jetzt diese Ravioli-Dose hier hingemacht. Extra da. Und wir warten so lange, bis da Blasen kommen. Und sobald da Blasen zugekommen, dann ist Fressen fertig. Und dann können wir fressen. Ne, guckt mal. Da drüben sind Blasen. Und weil hier ein paar Blasen gekommen sind, ist unser Fressen fertig. Ne, Ravioli sind fertig. Jetzt können wir endlich Ravioli fressen. Voll cool. Jetzt weiter zugelaufen. Oh Scheiße, wir haben uns verlaufen und wir sind so einen ganzen Berg umsonst hochgelaufen. Das ist voll scheiße, weil da Bäume umgekippt sind und man hier dieses R nicht findet. Und wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Das ist voll scheiße und zeitkostend. Erstmal ein Magnesium fressen. Ne? Hier voll cool Aussicht gefunden. Berglandschaft und so. Das sieht voll cool aus. So hübsch und sowas. Kann man voll viel gucken und so. Das hat ein bisschen Schall gemacht. Ne,
Hier, Mülleimer, endlich! Jetzt kann ich endlich meine nervige Tüte mit diesen ganzen leeren Bierflaschen da reinschmeißen. Der hat voll genervt, diese scheiß Arschtüte. Ne, wir haben gerade einen kleinen Umweg zu Brotterode gemacht. Weil ich habe vorhin recherchiert, dass hier irgendwo ein Edeka sein sollte. Damit wir endlich hier Bier und sowas kaufen können. Und deswegen sind wir hierher gelaufen. Wir haben den versoffenen Edeka gefunden. Jetzt können wir endlich Bier kaufen gehen. Und andere Sachen. Ne, ich war gerade bei Edeka und ich habe Bier gekauft für heute. Und ich habe Edeka so richtig fett voll geschissen, weil die Toiletten haben. Und weil ich voll Bock zum Scheißen hatte. Und darauf, dass ich Edeka so richtig mit ganz viel Bierschiss voll gekackt habe, werde ich erstmal darauf ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Nee, wir waren gerade in einer Pizzeria gewesen und haben da ein bisschen gefressen. Und darauf, dass wir da gefressen haben, werde ich schon wieder ein Bier trinken. Nee, das da hinten, das sieht voll cool aus. So hübsch und sowas. Nee, ich habe gerade mein Bier ausgetrunken. Und aus diesem Grund, weil ich mal Bier ausgetrunken habe, werde ich schon wieder ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ne, oh Scheiße, immer mehr Dunkle kommt. Das ist voll Scheiße. wir laufen noch ein bisschen weiter und dann suchen wir einen Platz zum Wildcampen. Und da hinten, da ist voll cool Aussicht. Also ich sehe das. Dass es eine voll cool Aussicht ist, weil das so hoch, so weit oben ist und so. Naja, und darauf, dass jetzt langsam immer mehr Dunkle kommt, was voll scheiße ist, darauf erstmal schon wieder ein Bier trinken. Ne, wir haben hier so ein ganz dunkles Waldstück hier zum Pennen gefunden. Der ist voll schön dunkel, dieser Waldstück. Und darauf werde ich erstmal mein Wurfzelt mit ganz viel Mühen wieder aufbauen. Ne, ich hab mein Wurfzelt aufgebaut. Endlich. Das hat viel zu viel Zeit gekostet, den aufzubauen. Ne, bevor wir schlafen gehen, werden wir hier in diesen voll cool dunklen Wald, und der ist so richtig voll geil dunkel, noch ein Gute-Nacht-Bier draußen trinken. Das ist voll cool, ich mag das. Ne, wir haben Bier draußen getrunken und darauf, weil wir ein Gute-Nacht-Bier zusammen draußen getrunken haben, werden wir jetzt langsam schlafen gehen. So, das war's mit Tag Nummer 2 von dieser Rennsteigwanderung. Gute Nacht, bis morgen.